Also, wer leidet mehr, die FDP unter der Ampel oder die Ampel unter der FDP? Viele Fragen an den stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Bundestagsvizepräsidenten der FDP, Wolfgang Kubicki. Hallo, Herr Kubicki. Also, wenn jetzt Christian Lindner sagt, die FDP wird ihre Rolle in der Ampel überdenken, heißt das, Sie spielen mit dem Bruch der Ampel? Nein, kein verantwortlicher Politiker der FDP spielt mit dem Bruch der Ampel. Und selbstverständlich denken alle jeden Tag darüber nach, über ihre Rolle in der Ampel, weil es ja darum geht, eine Vielzahl von Problemen zu lösen, und zwar gleichzeitig in einer Größenordnung, wie wir sie in Deutschland bisher noch nicht gekannt haben. Und deshalb muss man immer darüber nachdenken, was ist die jeweilige Rolle in der Koalition zur Problemlösung. Ja, man könnte auch über die Probleme nachdenken und nicht über die eigene Rolle darüber. Wir also denken deswegen jeden jetzt nochmal, was meint er denn damit, wir müssen die Rolle überdenken? Offensichtlich ist das, was die FDP bisher gemacht hat, für ihn nicht zielführend gewesen. Ja, wir müssen feststellen, das hat Christian Lindner recht, dass eine Vielzahl unserer Wählerinnen und Wähler, die uns 2021 gewählt haben, mit dieser Koalition fremdeln, beziehungsweise mit dem Erscheinungsbild der FDP in dieser Koalition fremdeln. Das erklärt, warum viele meine Parteifreunde erklären, wir müssen uns stärker positionieren, heißt nicht, wir müssen mehr Krawall machen, sondern wir müssen nur den Menschen deutlich machen, dass wir einen wesentlichen Anteil an den Erfolgen dieser Koalition haben. Ein Beispiel, für mich persönlich. Wir hätten ein völlig anderes Infektionsschutzgesetz, als wir es haben, wenn es die FDP nicht gäbe. Ich selbst habe mit vielen verhindert, dass es eine allgemeine Impfpflicht gibt. Na eben. Ja, warum tun Sie so, als ob die FDP sich gar nicht durchsetzen würde? Es muss nur bei den Menschen ankommen. Das Entscheidende ist, dass medial immer transportiert wird, welche herzzerreißenden Szenen die Grünen haben, wenn sie über ihre Schatten springen. Ach. Wir hatten hier Herrn Buschmann auch aussitzen, der das sehr gut erklärt hat. Aber Sie haben doch auch gesagt in Richtung Ampel, entweder wir haben eine gemeinsame Linie oder aber es wird Konsequenzen haben. Also nochmal, was für Konsequenzen? Als wir angefangen haben, hatten wir einen gemeinsamen Spirit. Und mittlerweile entsteht der Eindruck, dass es diesen gemeinsamen Spirit nicht mehr gibt. Entweder wir kehren dahin zurück oder wir werden erleben, dass jeder das seine macht in der Koalition. Dann sind wir immer noch in der Koalition. Aber dann gibt es keine gemeinsamen Projekte mehr, die man den Menschen als Erfolg verkaufen kann oder die man den Menschen erklären kann, dass es ein Erfolg ist. Was in der jetzigen Phase ziemlich bitter wäre. Ich erinnere daran, dass wir beispielsweise auch in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine ja bisher mit diesem Kanzler Olaf Scholz keine gemeinsame Position gefunden haben, was wir denn unter schweren Waffen verstehen, die geliefert werden sollen. Auch da gibt es ja auf offener Bühne Dissensen, die wir aber ausgleichen werden. Ähnlich wie jetzt die Frage der Laufzeit der Kernkraftwerke. Ja, dann sagen Sie mir doch mal, wie Sie das ausgleichen. Also ich habe noch nicht ganz verstanden. Es gab mal sozusagen... Da kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen, dass ich das nicht verstanden habe. Entschuldigung. Das war jetzt unverschämt. Ich nehme das zurück. Kommt alles zurück. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass jetzt sozusagen einmal gesagt wurde, es sind zwei AKWs im Süden von Deutschland, die Laufzeit wird verlängert bis eben 23. Was genau will denn die FDP anders? Wir wollen, dass die drei am letzten befindlichen Kernkraftwerke, mindestens bis Mitte 24 weiterlaufen, weil, Herr Koll hat es vorhin angesprochen, der IWF uns jetzt gerade mitgeteilt hat, dass der nächste Winter noch schlimmer wird. Mhm. Ich halte ohnehin nichts davon, Daten zu setzen, sondern mich an den Problemen zu orientieren. Brauchen wir den Strom dringend zu unserer Versorgung, dann bleiben Sie am Netz. Brauchen wir ihn nicht, dann gehen Sie vom Netz. So okay, aber das heißt, also das Emsland ist auf jeden Fall dabei. Das ist Ihre Bedingung jetzt für den Kompromiss, nicht zwei, sondern drei Kraftwerke. Es ist zunächst keine Bedingung. Wir sind immer noch im Zeitplan. Also ich verstehe auch die Aufregung gar nicht, denn es ist vorgesehen worden, dass in der nächsten Sitzung des Deutschen Bundestages dieses Problem durch die Fraktionen des Deutschen Bundestages, nicht durch Christian Lindner, nicht durch Olaf Scholz oder Robert Habeck, sondern durch die Fraktionen des Bundestages, durch den Gesetzgeber sozusagen gelöst werden. Und gehen Sie davon aus, nach dem Wahlparteitag und nach dem Parteitag der Grünen am Wochenende wird dieses Problem nächste Woche gelöst. Gut, wir haben gedacht, es wird schon diese Woche gelöst, denn das wurde sozusagen uns in Aussicht gestellt. Trotzdem noch mal die Nachfrage. Also, wenn es denn so ist, dass die Grünen hart bleiben und sagen, nein, das Emsland wird nicht gebraucht und die Grünen in Niedersachsen, wo das Emsland-Kraftwerk liegt, sind damit quasi mit der SPD in Niedersachsen auch einig. Lassen Sie dann an der Stelle diesen ganzen Atomkompromiss platzen oder was passiert dann? Das Problem ist, dass es nicht ums Wohlbefinden der Grünen geht, sondern ums Wohl der Menschen. Und entscheidend ist, dass wir nicht in Kauf nehmen dürfen, dass wir in einer Phase einer Dunkelflaute nicht ausreichend Strom zur Verfügung haben, mit der Folge, dass ganze Industriebetriebe kaputt gehen und die Haushalte nicht nur kein Licht haben, sondern tatsächlich frieren. Das heißt? Ich könnte jetzt als Wolfgang Kubicki, als wirklich guter Bekannter oder sagen Freund von Robert Habeck sagen, Robert, wenn du mir jetzt erklären würdest, du verbirgst dich persönlich dafür, dass wenn das Emsland nicht am Netz bleibt, wir im Winter keine Probleme bekommen, das Licht geht nicht aus. Und wenn das dann doch passiert, dann trittst du nicht nur zurück, sondern lösen die Grünen auf.
dann wäre das etwas, wo ich sagen könnte, auf das Risiko würde ich mich dann einlassen. Es geht dann zwar zulasten des Landes, aber vielleicht auch wird es ein Vorteil für das Land, weil die Grünen dann nicht mehr politisch aktiv werden. Okay, Sie versprechen uns, Sie einigen sich. Und zwar wir werden nicht, uns, keine Sorge, wir werden uns einigen. Und zwar nicht so, dass der Kompromiss so aussieht, dass 100% FDP erfüllt sind. Es geht nicht um die Frage 100% FDP oder 100% Grüne, sondern es geht um die Frage der Versorgungssicherheit in unserem Land und der Preisstabilität. Die Menschen leiden heute. Robert Habeck sagt uns, wir haben kein Stromproblem, aber gleichzeitig sollen die Werbeanlagen 22 Uhr abgeschaltet werden. Die Leute sollen sich Notstromaggregate kaufen. Wir haben ein Stromproblem. Und das hat nicht nur was mit den Kernkraftwerken in Frankreich zu tun, sondern damit, dass wir nicht ausreichend Menge haben momentan. Okay. Bedingt dadurch, dass wir immer noch Gas verstromen. Wir verstromen immer noch Gas, was richtig teuer ist und was auch den Strompreis sozusagen definiert. Wenn wir damit aufhören würden und die Kernkraftwerke würden laufen, würde der Strompreis drastisch sinken. Es gibt andere Berechnungen dazu, aber ja, dann sehen wir das, was passiert in dieser Frage. Nach dem Merit-Order-Prinzip wird der Strompreis, bemessen an dem Kraftwerk, was am teuersten produziert. Das sind momentan die Gaskraftwerke. Gehen die vom Netz, sinkt der Strompreis sofort. Herr Kubicki, eigentlich ist es doch so, dass die FDP den Umweltschutz erfunden hat. Jedenfalls haben wir einen jungen Liberalen in Schleswig-Holstein gefunden, der genau das so 1987 mehr oder weniger für sich reklamierte. Ich bin Umweltrechtler von Haus aus und bemühe mich die ganze Zeit auch schon sehr aktiv darum, Umwelt zu erhalten, wo immer es geht, Umwelt zu schützen. Die politisch wichtige Frage ist, das verkennen viele Parteienvertreter und auch einige Leute aus dem Bereich Wirtschaft, die wichtige Frage ist nicht, wie man Umweltschutz möglichst vermeiden kann, sondern wie man die Kosten von Umweltschutz so verteilt, dass sie sowohl betrieblich als auch gesellschaftlich akzeptabel sind. Wir werden in dieser Form in den nächsten 4 Jahren im Schleswig-Holsteinischen Landtag auch mit der CDU gemeinsam dort einiges vorweisen, von dem die Grünen immer nur zu träumen wagen. Zwei Dinge fallen auf. Sie hatten ein Bart. Aber die Grüne war damals nur ein bisschen grau geworden. Aber die Grüne waren damals schon sozusagen ihr Lieblingsgegner. Zunächst mal finde ich, habe mich kaum verändert, wenn ich mir das so anschaue. Ja. Aber in der Tat, ich war beispielsweise mit Joe Lyon zusammen auf einem Container, als wir gegen Brockdorf demonstriert haben. Ich bin kein Kernkraftbefürworter. Um diese Frage geht es momentan nicht. Sondern es geht um die Frage, noch einmal, der Versorgungssicherheit in unserem Land. Wir bauen keine Windkrafträder, wenn die Stahlwerke aufhören zu produzieren. Wir werden keine Spritzen mehr mit Impfstoffen haben, wenn die Glasindustrie bei uns zusammenbricht. Das müssen wir immer im Kopf haben. Es hört sich alles ganz leicht an am Tisch. Wenn sowas passiert, sind einige Sachen irreversibel. Und deshalb müssen wir zunächst dafür sorgen, getragen, dass die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und der Gesellschaft erhalten bleibt. Denn sonst können wir uns alle Überlegungen für soziale Leistungen wirklich sparen. Es gäbe eine, jedenfalls sagen das viele, einfache Lösung. Man macht sozusagen auf der Angebotsseite wieder etwas mit den Gaspipelines. Sie haben im August noch gesagt, man sollte Nord Stream 2 schleunigst öffnen. Heute kommt das Angebot von Wladimir Putin. Er hat gesagt, also man musste eigentlich nur den Hahn aufdrehen. Er ist bereit, das zu tun und meint sowieso, der Krieg hat überhaupt nichts mit den Energiepreisen zu tun. Das sei alles die Entscheidung des Westens. Also, soll man den Gashahn jetzt aufmachen bei Nord Stream 2? Nein, aber ich korrigiere sowas ungern. Die Aussage von mir war, wir sollten noch auf das Experiment eingehen, dass die Russen erklären, sie würden uns über Nord Stream 2 Gas liefern. Entweder sie liefern Gas, dann können wir unsere Speicher voll machen, oder sie liefern kein Gas, dann haben wir diese PR-Nummer von Putin dekouvriert. Aber sie, das hieße, dass Sie heute auch noch sagen würden, Nord Stream 2, also ich wiederhole, schleunigst öffnen? Nein, unsere Speicher sind jetzt voll. Es hat gar keinen Sinn mehr, die zu öffnen. Und ich vertraue ja dem Bundeswirtschaftsminister. Noch ein bisschen Prozente fehlen noch. Man könnte sie noch voller machen. Ja, aber über 95% voll zu machen, ist schwierig bei Gasspeichern. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber es wird ein wirkliches Problem. Ja. Aber jetzt vertraue ich ja dem Bundeswirtschaftsminister, dass wir ab Januar LNG-Gas aus den Vereinigten Staaten über Terminals in Wilhelmshaven bekommen. Übrigens sehr teuer. Man könnte vielleicht jetzt auch darüber nachdenken, heimisches Gas zu fördern, was preiswerter wäre und uns auch unabhängiger machen würde. Das heißt, Sie wollen nicht so verstanden werden, dass die Sanktionen, die der Westen, die Deutschland, die Europa gegen Russland verhängt hat, nämlich unter anderem eben jetzt auch auf dem Energiesektor, dass man die aufheben soll. Es gibt ja ein paar, die sagen, im Gegenteil. Also ich bin dafür, dann wären wir alle Probleme los in der Industrie und wir hätten wirklich auch bei den Verbrauchern keine hohen Energiekosten mehr. Ja, es wäre wahrscheinlich so, dass die Gaspreise fallen würden, weil die Russen preiswerter liefern würden. Aber es würde gleichzeitig dokumentieren, dass Wladimir Putin tatsächlich den Hebel in der Hand hat. Also wir sollten jetzt, nachdem wir schon so weit gegangen sind mit den Sanktionen, nur nicht aus Angst vor einem kalten Winter oder vor einem milden Winter in der Hoffnung, diese Sanktionen zurücknehmen, denn das wäre ein völlig falsches politisches Signal. Also ich war früher immer schon für Sanktionen, bin nach wie vor für Sanktionen, gezielt und bewusst. Mhm. Ich wundere mich nur nicht, dass die Russen auch Sanktionen aussprechen. Man darf sich nicht wundern, dass die andere Seite sich in gleicher Weise verhält. Aber solange in der Ukraine kein Frieden hergestellt ist, solange Russland nicht begreift, dass es sich in der Weltgemeinschaft mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verabschiedet hat, solange gibt es auch aus meiner Sicht
überhaupt gar keine Kompromisslinie. Was soll die Bundesregierung, tun, um eben dazu der Ukraine zu verhelfen, diesen Krieg zu gewinnen? Es gibt ja Forderungen, unter anderem von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Mitglied, die jetzt sagt, gerade jetzt in dieser offensiven Situation, in der die Ukraine sich jetzt befindet, müssen wir diese Kampfpanzer auch liefern. Wo stehen Sie in der Debatte? Das ist ein beachtenswertes Argument. Ich kenne Sie und Ihre Haltung. Ich würde Sie auch immer gegen alle Angriffe verteidigen. Ich teile das nur bedingt. Ich bin eher bei Olaf Scholz, der bei jeder Maßnahme, die wir machen, sich mit der Frage beschäftigen muss, führt uns das als Kriegspartei einen Schritt näher oder weniger nahe? Das, was wir auf keinen Fall erleiden dürfen, ich bin noch wirklich in Ruinen groß geworden, ich bin Jahrgang 1952, ist ein Bild, was ich noch vor Augen habe, dass es wieder Platz greift. Raketen aus Kaliningrad brauchen 2 Minuten 10 Sekunden nach Berlin. Da könnte ich nicht mal eine Flasche Wein aufmachen. Und zu glauben, die Russen würden das im Zweifel nicht machen, ist deshalb verhängnisvoll, weil die Ankündigungen schon da sind, die man ernst nehmen soll von Leuten, die ich übrigens auch persönlich kennengelernt habe. Dem Vizepräsidenten der Staatsduma, mit denen wir früher vor dem Krieg sehr guten Kontakt hatten. Ich würde das ernst nehmen. Und deshalb ist mir jemand, der nachdenkt, bevor er was tut, lieber als jemand, der glaubt, weil er auf der richtigen Seite steht, sei alles erlaubt. Und das hieß in diesem Fall auch tatsächlich dann eben nicht diesen Schritt dann zu machen und eben diese Kampfpanzer nicht zu liefern. Leopard nicht, alles andere hier. Alles, was der Verteidigung der Ukraine dient, Luftabwehrsysteme, ich war immer für Gepard und Marder, habe immer gefragt, warum wir die nicht liefern. Antwort war, wir haben 130.000 Schuss Munition. Jetzt wissen wir, die Bundeswehr hat nur für einen Tag Munition überhaupt. Da beginnt der Begriff Blitzkrieg mit einer völlig neuen Bedeutung versehen zu werden. Aber alles, was sozusagen uns zum Kombattanten macht oder machen könnte, muss bedacht werden. Heißt nicht, dass es nicht eine Situation geben kann, wo auch wir Leopardpanzer liefern, aber nicht alleine. Wenn das NATO-Bündnis beschließen sollte, die Amerikaner ihre Abrams-Panzer nicht liefern können, weil die mit Benzin fahren und die Ukrainer gar keine Infrastruktur dafür haben. Wenn die Spanier, die Franzosen, die Amerikaner, wenn wir im NATO-Bündnis entscheiden, die NATO ist bereit, jetzt den Ukrainern auch Kampfpanzer zu liefern, dann würde ich sagen, sind wir auch dabei. Sie haben ja gesagt, Sie haben einen absolut. Ein einzelner FDP-Fan, nee, glaube ich. Ehrlich gesagt, Sie kriegen, und ich wollte es nur ermuntern, Sie haben gesagt, Sie haben ein freundschaftliches Verhältnis zu Gerhard Schröder. Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen? Ich schätze mal telefonisch vor 6, 7 Wochen. Und ich, verstehen Sie ihn noch? Nein, das habe ich ihm auch gesagt. Trotzdem finde ich, dass wir mit Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder anders umgehen sollten. Ihn nun zum Paria der Gesellschaft zu machen, halte ich für unverantwortlich. Der Mann hat vieles geleistet für die Bundesrepublik Deutschland, muss man wirklich sagen. Und dass ich einem Sozialdemokraten sowas mal nachtragen muss, macht mich auch schon fast wirre. Aber er hat sich verirrt in der Beziehung zu Wladimir Putin und in seinen Aktivitäten in Russland. Und er ist auch kein guter Ratgeber mehr für deutsche Innenpolitik. Wie erklären Sie sich das? Frau Weichmann, mein Problem steht darin, ich bin auch Strafverteidiger. Ich spekuliere äußerst ungerne. Aber ich glaube, dass er erstens mal den Undank seiner eigenen Partei verarbeiten muss, ihm gegenüber. Und dass er zweitens wirklich die naive Vorstellung hat, er selbst könnte ein Vermittler werden in diesem Konflikt. Und das ist deshalb naiv, weil ihm jede Machtoption fehlt. Und aus Freundschaft wird Wladimir Putin diesen Krieg nicht beenden. Es gibt Menschen, die sagen, Sie und Gerhard Schröder eint, dass nicht alle in Ihrer Partei alles, was Sie zu jeder Zeit sagen, auch gut finden. Ich würde das wäre ja auch schlimm, wenn, also wir sind doch die Partei der Meinungsfreiheit. Also wir leben davon, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben. Aber wir kommen immer wieder zu einer gemeinsamen Haltung. Und das Schöne ist, dass man auch seine eigene Meinung noch behalten darf, selbst wenn man einen Kompromiss eingeht. Und das Schöne ist, dass man natürlich einstecken muss, dass die anderen auch eine Meinung haben. In diesem Fall ist es der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Konstantin Kuhle, ein Parteifreund von Ihnen, der hat beim Kollegen Kurt Krömer einmal folgendermaßen über Sie gesprochen. Ja, man muss sagen, Wolfgang wird langsam ein bisschen komisch. Das ist so eine Sache. Oh, jetzt wäre mir fast der Platz um den Kopf. Ja. Hast du gemerkt? Ja, klar. Hier? Ja, ja, so einen leichten Hau hat er schon immer gehabt. Macke. Ja, hat er schon immer gehabt. Und eine Macke oder ein Hau? Halt so ein Mittelding, würde ich sagen. Eine Hau-Macke. Hau-Macke. Oder Mackenhau. Mackenhau. Ja. Also haben Sie jetzt hier in meiner Sendung gesagt, dass Herr Kubicki eine Macke hat? Ja, eine leichte. Hat er das gut gemacht? Gut beschrieben? Was sollte der arme junge Mann bei Kurt Krömer auch anderes machen? Das ist ja nun keine Sendung, wo es um Ernsthaftigkeit geht, sondern mehr um Satire. Ja.
Und er hat zu mir hinterher gesagt, du, wenn du das siehst, ne, also erschreck dich nicht, aber ich weiß, du kannst das ab. Und ich gesagt, ich kann sehr viel, Herr Konstantin, mach dir keine Sorgen. Weil Sie auch ganz schön austeilen können. Also Sie haben legendär über Karl Lauterbach gesagt, den würde man einen Spacken und eine Dumpfbacke nennen. Weniger legendär ist das, was Sie gerade über den türkischen Präsidenten Erdogan gesagt haben. Sie haben ihn eine Kanalratte genannt. Warum beleidigen? Eine kleine Kanalratte. Ja, da gibt es unterschiedliche Versionen. Die Menschen, die ihn zugehört haben, manche haben klein gehört, andere, die meisten nicht. Ich habe ja die Rede gehalten. Aber jetzt mal im Ernst, warum beleidigen Sie Menschen? Ja gut, also Karl Lauterbach war von Spacken nicht beleidigt. Er hat mir gesagt, Dumpfbacke sei das Problem gewesen für ihn, weil er ein Professor ist. Und ich beleidige nicht Menschen, sondern Beleidigungen sind ein Stilmittel auch, um ein Problem deutlicher zu machen für andere. Wobei ich jeweils in meinem Sprach- und Kulturkreis eine kleine Kanalratte nicht als Beleidigung empfinde, sondern eher anerkennt. Dann kleine Kanal. Ja, kleine Knallratten sind Tierchen. Also wenn Sie sich Ratatouille angucken oder Randolph, die Ratte im Nachtgespenst. Und an die haben Sie gedacht? Das sind kleine Tierchen, die ein bisschen verschlagen sind. Und an die haben Sie gedacht, als Sie an Erdogan gedacht haben? Nein, ich habe mich mit dem Problem der Flüchtlingspolitik beschäftigt. Genau, das war eine ernste Sache. Und dann haben Sie gesagt, das ist eine sehr ernste Sache. Exakt, und dann haben Sie gesagt, der ist eine Kanalratte. Nein, das ist doch nicht der Ratatouille. Passen Sie auf, es ist eine Wahlveranstaltung. Ich halte meine Wahlreden immer frei und habe gesagt, ich finde es sehr bezeichnend, dass die Europäische Union 6 Milliarden Euro ausgegeben hat dafür, dass der türkische Staatspräsident Erdogan dafür sorgt, dass keine Flüchtlinge mehr von der Türkei nach Griechenland illegalerweise übersiedeln. Und jetzt fängt das gerade wieder an. Diese kleine Kanalratte, habe ich gesagt. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, Geld zu nehmen und anschließend nicht einzulösen, was man verkochen hat. Glauben Sie, Beleidigung ist von der Meinungsfreiheit gedeckt? Ich glaube das nicht nur, sondern ich weiß das. Ich empfehle allen die Lektüre meines Buches Meinungsunfreiheit. Das ist meine Werbung, machen in eigener Sache. Meinungsunfreiheit, in der ich aufgelistet habe, was das Bundesverfassungsgericht zu diesen Fragen gesagt hat. Wenn es nur darum geht, einen Menschen zu diskreditieren, dann ist es verboten. Ich will jetzt nicht die Begrifflichkeiten aufwerfen, die wir in verschiedenen Satire-Sendungen auch hatten oder vielleicht ernsten Sendungen hatten. Aber wenn es immer einen sachlichen Anlass gibt und in dem Zusammenhang man eine Beleidigung oder eine als Beleidigung empfundene Wortwahl trifft, ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Kanalratte. Und lässt sich das verbinden mit... Das ist übrigens in Deutschland nicht das erste Mal. Also es gibt ein Buch, Politikerbeschimpfungen, das sollten alle Leute sich mal vornehmen. Ja, die Frage ist, ob man selber sie verwendet. Sie sind ja eben auch nicht nur der stellvertretende Vorsitzende der FDP, sondern Sie sind auch eben Bundestagsvizepräsident. Also ist so eine Art von Kanalrattenbezeichnung eines solchen Amtes würdig? Ja, ich bin nicht als Bundestagsvizepräsident aufgetreten, sondern als stellvertretender Parteivorsitzender in einer Wahl und einer Wahlveranstaltung. Sie sind halt auch ein, das ist irgendwie das zweithöchste Amt im Staat. Verstehen Sie, ich habe ein Problem damit, dass wir statt das Problem zu identifizieren und zu behandeln, uns über Sprachexegese unterhalten. Okay. Ja, aber das führt natürlich, wenn Sie sagen Kanalratte, muss man über die Sprache reden. Wenn Sie gesagt hätten, das ist jemand, der was Falsches macht und dann lassen Sie uns über die Flüchtlinge reden, ist es was anderes. Kanalratte ist halt ein Staatspräsident, der uns als Nazistaat bezeichnet, ist auch nicht gerade jemand, der mit Sandhandschuhen umgeht. Also er hat Sie angezeigt und Sie sagen heute noch, er hat es verdient, ja, so also genannt zu werden. Wir leben in einem Rechtsstaat, der kann jedes Gericht anrufen, der kann mich auch anzeigen. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Okay. Und ich bin mir relativ sicher, wie gesagt, 40 Jahre Erfahrung als Strafverteidiger, dass da nicht viel bei rauskommen wird. Warten wir das ab. Ich muss mit Ihnen noch ein schwieriges Thema ansprechen. Es gab gestern eine Buchveröffentlichung von Silvana Koch-Merin, ehemalige Spitzenpolitikerin der FDP. Sie hat dort über den Umgang der FDP mit Frauen gesprochen und sie hat ehrlich gesagt ziemlich harte Sexismusvorwürfe gegen FDP-Politiker geäußert. Ich zitiere ein paar Sachen, die sie geschrieben hat. Also Hände auf meinem Knie, ein weicher Griff an die Schulter, sanfte Rückenmassage, ungefragt, hier eine Zote, da eine Anzüglichkeit, ausprobieren, was geht. Würde sie aufspringen, wenn man in ihrem Beisein sagte, ich habe nichts gegen Frauenbewegungen, Hauptsache sie sind rhythmisch. Ich blieb, Härtetest bestanden. So war die Stimmung, als ich anfing, das, was man Klima in der Partei nennt. War das Klima in der FDP oder ist es das heute noch? Diese Frage müssen wir deshalb nicht stellen, weil ich nicht nachvollziehen kann, was Frauen in der FDP passiert ist. Also über mich hat sich niemand beschwert, wäre auch komisch, aber wir hatten ja Brüderlegate und andere Dinge mehr. Es kann so sein, so will ich es mal formulieren, mir ist es selbst nie begegnet, ich hätte das auch sofort unterbunden, dass Frauen gelegentlich das Gefühl hatten, haben konnten, bedrängt zu werden. Das ist, Silvana Koch-Merin ist ja seit langer Zeit schon nicht mehr aktiv. 2014. Das ist seit der Übernahme der Verantwortung der Partei durch Christian Lindner und mich komplett abgestellt worden. Wir haben überall Ombudsleute, wir haben überall Vertrauensleute, an die man sich wenden kann. Es kann es heute immer noch geben. Wir reden gerade über einen Vorfall, der in Dresden passiert ist, hat aber sofort fatale Konsequenzen. Die Menschen verlieren
nicht nur ihre Ämter, sondern auch die Reputation in der Partei. Weil Sie gesagt haben, Sie haben es nie getan. Sie haben in einem Interview 2010 einmal gesagt, meine Parteikollegin Silvana Koch-Merin habe ich ein einziges Mal angebaggert. Wir saßen in einem Café in Brüssel, weil ich irgendwie auf die Idee gekommen war, sie zu fragen, ob sie FDP-Generalsekretärin werden will. Meine Frage hat ihr geschmeichelt, deswegen haben wir uns zum Kaffee verabredet. Ich lasse also meinen Charme spielen, da steht plötzlich so ein Riesenkerl neben mir, offenbar ihr Mann. Eine Statur wie ein irischer Preisboxer, da bin ich einfach aufgestanden und habe noch einen schönen Tag gewünscht. Wer so ist das, das gelegentlich, wenn man flirtet und stellt fest, also nicht nur der Flirt kommt zurück, aber da steht urplötzlich der Partner da. Angebaggert, weil ich auf die Idee kam, dass sie FDP-Generalsekretärin werden kann. Ja, ich habe sie nicht angebaggert, wie Generalsekretärin. Noch, also Sie haben ja gerade gesagt, sowas wäre heute nicht mehr denkbar in der FDP. Flirten ist immer noch denkbar, hoffe ich jedenfalls. Also das ist Flirten? Ja, anbaggern, also ich weiß nicht, wie Ihr Sprachgebrauch hier in Berlin ist, aber in Schleswig-Holstein heißt anbaggern, flirten. Und man hört, man verlässt wortlos das Café, wenn der Kerl auftaucht? Ich habe Sie angerufen und habe gesagt, wir müssen mal darüber sprechen, wir brauchen eine Generalsekretärin der FDP, wie wäre es, wenn Sie sich mal darüber Gedanken machen? Dann hat sie gesagt, kommen Sie nach Brüssel, wir reden drüber, dann trafen wir uns zum Kaffee, dann habe ich mit ihr geflirtet und urplötzlich stand so ein Typ neben mir, der dreimal so groß war wie ich und zweimal so breit. Okay. Und der auch ziemlich durchtrainiert aussah, habe ich mir gedacht, ist vielleicht doch besser, du gehst. Also Sie fänden es okay heute noch? Zu flirten? Immer. Also diese Situation heute wäre genau dasselbe nochmal möglich? Ja, das, also fragen Sie mal Silvana Koch-Merin, daran hat sie nichts Anstößiges gefunden. Okay, frage ich Sie. Sie haben mal gesagt, 2025 ist Schluss. Hält die Ampel so lang, Herr Kubicki? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Zeit, in der wir wirklich eine Vielzahl von Krisen bewältigen müssen, dem Land eine halbjährige Hängepartie zumuten wollen oder eine Regierung im Amt, aber nicht mehr mit wirklicher Wucht. Haben Sie mal großes Vertrauen? Gestern Abend gab es eine gemeinsame Sitzung der Fraktionsvorstände der drei Koalitionsfraktionen. Das war so herzlich bis Mitternacht, dass Sie davon ausgehen können, dass wir auch mit unterschiedlichen Standpunkten unsere Probleme, die wir miteinander wirklich haben, wir kommen ja von völlig unterschiedlichen Auffassungen heraus, wirklich im Interesse des Landes auch lösen. Wir haben Vertrauen und danken für den Besuch. Vielen Dank, Wolfgang Kubicki. Danke, dass Sie hier waren. Schönen Dank. Dankeschön.